Ja, ich sag's gleich einfach so heraus. Ich mag kein Nougat. Ja, ich hasse es. Also Nougat ist wirklich überhaupt nicht mein Fall. Dieses Produkt muss ich einfach testen, weil es ist einfach so krass. Es sieht einfach so krass aus. Und zwar haben wir hier einmal weißen Nougat. Ja, und zwar in, ich zähle gerade mal, sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ihr seht hier schon, das ist so ein richtiges Farbspiel. Und zwar haben wir hier einmal weißen Nougat mit Feigen, dann Pistazie, Salted Karamell, das Gelbe ist Zitrone, dann haben wir Himbeere und Aprikose. Leute, also das muss doch mal probiert werden. Wir sehen hier, wie gesagt, sechs unterschiedliche Farben. Und die werde ich jetzt alle nacheinander mal für euch testen, beziehungsweise da einmal reinbeißen. Und wir fangen hier einmal an mit dem Gelben. Ja, man sieht hier nicht wirklich jetzt gelb. Ja, das wird jetzt Zitrone sein. Also es ist Zitrone, nehme ich an. Ja. Nougat. Wow. Wie krass ist das denn? Oh, wie zitronig ist das denn, Leute? Ich liebe ja Zitronenkuchen. Boah, nee. Und das schmeckt wirklich so. Also das ist zuckersüß. Gar nicht sauer. Mit Zitrone verbindet man ja manchmal so was Saures. Überhaupt nicht. Boah, richtig gut. Ey, 10 Punkte hierfür schon mal. Also für die Zitronensorte. Was ist noch interessant? Das Rosane. Hier haben wir einmal Himbeere. Weißer Nougat mit Himbeere. Also ich muss schon sagen, dass das Ganze geiler wäre, ohne diese. Ja, es sind hier schon so irgendwie Nüsse mit drin. Das ist ja klar, Nougat. Das schmeckt jetzt auch, also schmeckt fruchtig nach Himbeere. Es ist auch süß. Aber nicht so intensiv wie Zitrone. Es ist auch lecker. Aber Zitrone hat gleich am Anfang so gepfeffert, ey. Also das muss man erstmal nachmachen. So. Salted Karamell. Wir machen weiter mit Salted Karamell. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil die Sorte Feige und Salted Karamell, die sehen ein bisschen ähnlich aus. Ich glaube, Feige ist ein bisschen heller. Deswegen probieren wir hier jetzt erstmal Salted Karamell. In der Hoffnung, dass es auch salzig ist. Boah, Leute, das ist Kauarbeit. Das ist nichts für Leute mit ohne Zähne. Das ist Karamell. Es ist kein Pseudokaramell, Leute. Es schmeckt nicht salzig. Man kennt es ja. Aber es schmeckt nach Karamell. Und das ist sehr interessant. Für weißen Nougat ist das interessant. Wir machen weiter mit einer grünen Sorte. Pistazie. Ja, Pistazie. Eine Freundin von mir, liebe Grüße an Lorraine. Ich glaube, du wirst weißen Nougat mit Pistazie lieben. Ich weiß nicht ganz, ich bin gespannt. Oh, es ist auf jeden Fall. Ich esse hier gerade meine Haare mit, ey. Ja. Ja. Boah, das könnte auch Waldmeister sein. Ey, das schmeckt ja richtig krass. Leute, was ist das denn hier Geiles? Ich dachte mir, das kann nichts Besonderes sein. Das ist weißer Nougat, irgendwie so ein No-Name-Produkt von Lidl. Ich hab's von Lidl. Aber hier lohnt sich Lidl echt. Die Pistaziensorte auch richtig gut. Boah, die ist lecker. Wie gesagt, das könnte auch. Irgendwie kann das auch Waldmeister sein. Ich finde das nicht, weil es grün ist, sondern es schmeckt einfach irgendwie süß. Boah, krass, Leute. Nee. Ich bin ganz ehrlich, Feige esse ich gar nicht so gerne. Ich probiere es trotzdem. Es schmeckt nach Feige. Boah. Nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, aber es schmeckt extrem nach Zucker.
Oh Mann, ist das süß, Leute. Nee, also ich muss gleich erstmal was trinken. Als letztes haben wir hier Aprikose. Ja, ihr seht hier schon richtig schön diese Aprikosenstückchen innen drin. Also, Mann, Mann, Mann. Ui. Ja. Könnte auch Orange oder Mandarine sein. Oh Leute, richtig geil. Wenn man mal die Augen zuhalten würde, würde ich nicht denken, dass das Nougat ist. Ich würde denken, das ist irgendwie Kaubonbon. Ihr kennt ja alle diese Fritt-Kau-Streifen, ne? Das geht in diese Richtung. Aprikose ist mal also auch richtig geil. Boah. Ey, ist das hier so weg? Ich glaube, ich fahre diese Woche auch nochmal zu Lidl und hole mir die nochmal. Richtig lecker. Boah, Leute. Zitrone, 10 Punkte. Aprikose, auch 10 Punkte. Jetzt, ich merke es jetzt, es ist extrem süß. Aber richtig geiler Aprikosengeschmack. Weißer Nougat mit Aprikose, Leute. Hallo. Pistazie, 9 Punkte. Auch richtig, richtig gut. Himbeere, 7 Punkte. Genauso wie Karamell oder Salted Karamell würde ich auch 7 Punkte geben. Die Feigensorte, 6 Punkte. Weil Feige ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack. Alles in ein ist das aber eine geile Edition. Und ich würde dem Ganzen insgesamt, einige Sorten sind besser, einige sind schlechter. Es kommt ja auch immer darauf an, was man mag. Einige mögen gar keine Aprikosen, einige mögen keine Pistazien. Aber alleine Zitrone und Aprikose, allein dieser Geschmack, das schmeckt wie ein Kaubonbon. Ich finde es geil. Ich gebe dieser ganzen Edition hier diesen weißen Nougat mit den unterschiedlichen Farben 9 Punkte insgesamt. Ich habe sie von Lidl, Leute. Holt sie euch auch unbedingt und probiert sie aus.